Herzlich willkommen bei Tiermaestro, dem Tierkanal. Auf diesem Kanal haben wir wissenswerte Informationen und spannende Fakten aus unseren redaktionellen Arbeiten in Videoform für euch zusammengetragen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würden wir uns freuen. Bei Fragen hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Heute geht es um den beutellosen Staubsauger Power Pro Expert der Marke Philips und wir reden darüber, ob dieser gut ist oder nicht. Des Weiteren reden wir über die Qualität des Produkts. Weiteres nach dem Videohinweis. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. Ihr kennt es, ihr seid am Staubsaugen und merkt, euer Staubsauger verliert an Kraft. Ihr solltet vielleicht auf einen anderen Staubsauger umsteigen. Der Philips FC974509 ist ein sehr guter Staubsauger. Er verfügt über A+A Performance bezüglich Energieeffizienz, Reinigung auf Hartboden und Staubemissionsklasse. Die Power Kyklon 8 Technologie trennt den Staub effektiv von der Luft in der Zyklonkammer. Der Allergiefilter fängt mehr als 99% aller Partikel ein. Die 3-in-1 Tri-Active Plus Düse nimmt groben und feinen Schmutz gründlich auf. Das Allergylock-System stellt über einen Sensor sicher, dass der Staubbehälter vollständig abgedichtet und auslaufsicher ist. Haushaltsstaubsauger gibt es in verschiedensten Ausführungen und Bauformen. Die in Deutschland am weitesten verbreitete Bauform ist der sogenannte Bodenstaubsauger, bei dem die Geräteeinheit in Form eines rollbaren Schlittens über einen Schlauch mit dem Saugrohr in Form einer Teleskopstange verbunden ist. Daneben gibt es Stiel- oder Stabstaubsauger, bei denen die Motoreinheit samt Staubbeutel am Saugrohr befestigt ist. Welche Bauform die bessere ist, lässt sich kaum festlegen, beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Während Bodensauger auf Treppen oft schwer zu bedienen sind, müssen Stabstaubsauger die ganze Zeit gehalten werden, was nicht zu unterschätzen ist. Beobachtet man jedoch den Markt, scheinen Stabstaubsauger ausgedient zu haben, zumindest die altbekannten mit Kabel. Die Ursache hierfür liegt in der stetigen Entwicklung der Akkutechnologie und den damit besser werdenden Akkustaubsaugern. Stielstaubsauger sind aufgrund ihrer Bauform etwas im Nachteil und erreichen nicht die Saugleistung von Bodenstaubsaugern, bei denen das Gewicht oder die Motorgröße kaum eine Rolle spielt. Akkusauger schaffen dagegen heute eine ähnliche Saugleistung wie herkömmliche Stabstaubsauger und können sie dabei sogar noch im Gewicht unterbieten. Warum sollte man sich also einen Stielsauger mit Kabel kaufen, wenn Akkugeräte dasselbe leisten und noch flexibler sind? Auf langer Sicht werden kabelgebundene Stielstaubsauger vermutlich aussterben und durch Akkusauger ersetzt werden. Neuerdings werden Akkusauger immer beliebter, denn ohne Kabel Staub zu saugen ist ohne Frage ungemein praktisch. Die Saugleistung von Akkustaubsaugern wird immer besser, an die Werkabelter Staubsauger reicht sie aber immer noch nicht heran. Wenn Sie nur Hartboden zu Hause haben, ist das unter Umständen kein Problem, für Teppichböden aller Art ist ein saugkräftiger Kabelstaubsauger aber immer noch die bessere Wahl. Wo das Gewicht keine besondere Rolle spielt und große Motoren eingesetzt werden können, sind Kabelgeräte nach wie vor nicht zu schlagen. Bis Bodensauger von Akkusaugern abgelöst werden, wird es noch ein Weilchen dauern. Denn gerade beim Aussagen von Ecken und auf Teppichböden haben Kabelstaubsauger mit ihrer höheren Saugkraft nach wie vor die Nase vorn. Dasselbe gilt für Saugroboter. So schön die Vorstellung vom helfenden Haushaltsroboter ist, der von allein die Wohnung aufräumt, mit der Realität hat das wenig zu tun. In manchen Haushalten können Saugroboter durchaus eine Hilfe sein, einen richtigen Haushaltsstaubsauger können sie aber nicht ersetzen. Denn Saugroboter schaffen höchstens eine oberflächliche Reinigung, für die Grundreinigung muss nach wie vor ein Bodenstaubsauger ran. Staubsaugerroboter sind also bestenfalls eine Ergänzung zum herkömmlichen Haushaltsstaubsauger. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.